Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute zocken wir Ghost Signal, a Stellaris Game, und das Game habe ich schon mal auf der Pico 4 gezeigt. Heute zeige ich euch die PSVR 2 Version und das Game kostet 19,99 €, ist vor ein paar Tagen im Store erschienen und ja, man kann es im Sitzen spielen. Ich versuche es jetzt auch mal im Sitzen zu spielen. Leider ist diese Anzeige relativ hoch, aber man kann die bequem hier trotzdem erreichen und ja, legen wir einfach mal los. Bitte wähle deine Haupthand, das ist bei mir die rechte Hand. Und jetzt geht's auch schon los. Good day, Captain. Veer, your synthetic intelligence, ready as always. Genau, wir können hier, bevor ich jetzt hier weitergehe, wir können uns den Raum immer mit der Grifftaste hin und her bewegen. Deshalb kann man das super bequem auch im Boden spielen. Die Vignette, die ihr jetzt seht, die versuche ich gleich auch auszublenden. Aber so startet das Game, das wollte ich euch auch auf jeden Fall mal gezeigt haben. So, unsere synthetische Intelligenz hier, ne? Der kleine virtuelles High Five, voll freigeschaltet. Okay. The Deep Space Receiver has picked up a stray signal. It is behaving erratically. We should return to base and analyze it. Okay, ein Streusignal. Also der Unterschied zur Pico-Version oder zur Standalone-Version ist halt die Grafik. Es soll nochmal richtig schön aufgehübscht worden sein. Und es sieht auch echt fantastisch aus auf der PlayStation VR 2. Wir haben hier ein Rogue-Lite-Game oder im Rogue-Stil auf jeden Fall. Das heißt, wir starten immer neu, wenn wir gestorben sind. Wir können uns aber gewisse Vorteile verschaffen, indem wir uns, Punkte sammeln und die wir dann nachher in Upgrades investieren können. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. So, jetzt gehen wir mal hier. Before we set off, let's make sure everything is fully operational. Starting by reviewing our weapon systems. Also wir können jetzt hier ein Tutorial spielen. Da ich das Spiel schon ein bisschen auf der Pico gespielt habe, versuche ich das ohne Tutorial. Ihr könnt natürlich das Tutorial erstmal spielen. Ist immer gut, wenn man das macht. Ja, die Texturen und alles sieht auch richtig knackscharf aus. Schön wieder da zu sein. The strange signal has been analyzed. When decrypting the irregular pulses emanating from deep space, we found a faint embedded message. Hören wir es uns an. Kurve zurück auf mich selbst. Ich erschaffe wieder und wieder. Was könnte das bedeuten? It is impossible to decipher its meaning without context. Advanced decryption might shed some light. Establishing uplink to the UNE core server. Stand by. Strange. Uplink to UNE HQ is non-responsive. Re-establishing connection. Oh. Alarm. Warning. Catastrophic waveform incoming. Energy reading immeasurable. In 3, 2, 1. Das ist der Start von Ghost Signal, a Stellaris Game. Und das habe ich euch in der Pico-Version nicht gezeigt. Aber jetzt habt ihr es nochmal auch in noch schöner. Auch wenn das Gameplay das nicht unbedingt erfordert, dass man hier perfekte Grafik hat. So, spielen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob ich irgendwie ins Menü reinkomme. Aber wir gehen jetzt mal auf Spielen. Captain, the anomalous event has ceased. Personnel and technology are seemingly unharmed, apart from a few key functions. Strangely, long-range communication and skip drive are non-functional, while all other systems are intact. Red weiter. We cannot return to a core system or receive vital resources like nutrients. We should not rule this out as an attack. It seems deliberate. Still transmitting. I have traced the signal, and it originates from the same direction as the energy wave. To reach the source, we need to go into uncharted space. It is imperative, Captain. If we do not solve our situation, we will perish. Gehen wir zugrunde. Ja, so beginnt die Reise. Jetzt müssen wir einmal mit Vignette spielen. Hostile ships approaching, Captain. These parts of space are not safe. Remember, the blaster has a shorter range and is most efficient against enemy hull.
The laser has a longer range and does increased one final thing. Our. So, wir haben hier einmal die Möglichkeit, mit unserem Schiff zu anderen Positionen zu gehen. Wir können so auch immer wieder ausweichen. Wir haben auch die Möglichkeit, ein Turbo einzuschalten. Zum Ziel muss ich einfach nur drauf zielen. Do you see that object emitting a beacon? Scan it to retrieve a component. They provide powerful improvements to the ship. Select which component to equip. Genau, jetzt können wir uns für diese Tour können wir uns jetzt immer wieder neu ausrüsten. Wir können jetzt hier Köderdrohnen oder Gefrierstrahl und dann wird uns auch angezeigt, was das Ganze macht. Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels, wenn es von getroffen wird. Also von unserem Laser, dann wird es langsamer, also es ist eine Art Gefrierstrahl beim Laser. Oder wir haben eine Köderdrohne, fügt Köderdrohnen hinzu, die von Feinden angegriffen werden sollen, Anzahl der Drohnen. Finde ich auch nicht schlecht. Wir gehen mal auf Köderdrohne. All components grant new powers. Finding the right combination will be crucial for the success of our journey. Dann haben wir hier diesen Kegel, den mache ich auf dem linken Trigger, wenn ihr Rechtshänder seid, ansonsten wird es andersrum sein. Und damit können wir diese ganzen Sachen einsammeln, die wir hier gefunden haben. Diese Meteoriten, wenn man die beschießt, wir können mal hingehen oder hinfliegen. So, jetzt haben wir noch einen Turbo gezündet. Dann verlieren die manchmal so Ressourcen und die kann man dann aufsammeln. Man kann diese Meteoriten aber auch scannen, indem man hier diesen Trichter macht und dann würden die ein bisschen leuchten. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und dann haben die auch die Möglichkeit, Ressourcen zu haben und die können wir dann auch einsammeln. So, jetzt können wir mal ganz kurz hier, genau. Geht das nicht? Okay, wir müssen erstmal hier. Components can also be bought. Genau, jetzt gehen wir nochmal hier. Einstellungen, da können wir bestimmt alles mal einstellen. So, Schiffsbewegung, Modus 1. Englische Stimmen, ja, finde ich nicht schlecht, dass die auch da sind. Musiklautstärke haben wir hier nochmal. Rotationseinstellung, das ist diese komische Vignette. Wenn wir jetzt hier drehen, ist die weg. Das lassen wir dann auch so. Also Menü haben wir hier drauf. So, jetzt geht es auch weiter. Und weiter geht es, indem wir hier auf diesen Google Maps Button drücken. Und ja, dann haben wir hier so eine Karte und dann können wir uns jetzt nicht auswählen, wo wir hingehen. Also wir gehen einmal in den Kampf. Danach können wir uns auswählen, ob wir einmal zur Kreatur fliegen oder zum Schiffswrack. Und ja, jede Möglichkeit hat andere Vor- oder Nachteile. Und so haben wir immer ein anderes Spielerlebnis. Es kann sein, dass wir hier super coole Gimmicks kriegen, Perks kriegen. Kann aber auch sein, dass wir hier was Gutes finden. Ist vollkommen dem Zufall überlassen. Das Spiel macht echt süchtig, muss ich sagen. Our radar has detected a new threat, fast approaching. This enemy moving out of its path would be advisable. Use the finally while plot. Ja, ich weiß, wie wir uns bewegen müssen. So, jetzt haben wir hier. Wir haben auch den Laser. Der geht auch weiter, wie wir sehen. Warum kriege ich den jetzt nicht weg? Das ist ein bisschen blöd. Jetzt bewegen wir uns erstmal langsam. Das ist das Schöne, wir können die Karte immer schön, so wie wir es haben wollen, bewegen. Und echt, das sieht auf der PlayStation nochmal echt umso
besser aus. So, auf den müssen wir aufpassen, die versuchen einen immer zu rammen. Und jetzt habe ich den Turbo gezündet. So, jetzt versuche ich noch mal ein bisschen näher ranzukommen. So. Den Sektor haben wir jetzt klar gemacht. Jetzt können wir uns auch noch mal unsere Drohne hier anschauen. Und hier haben wir die normalen Dröhner-Raketen. Hier haben wir die großen Raketen. Die würde ich aber nur wirklich für ganz große Schiffe aufbewahren. Und den Laser, der sehr, sehr weit geht, aber auch nicht so stark ist. So, jetzt habe ich euch das schon mal ganz gut demonstriert hier. Die blinken so schön oder leuchten. Wichtig ist auch, sobald wir in dieses Menü gehen, wo wir auswählen können, wo wir hinwollen, geht die Zeit langsamer. So, jetzt gehen wir einfach auf Laser. Schrotten den hier und schon sammeln wir hier Ressourcen. Und das würde ich an eurer Stelle auch wirklich immer machen. Penibel alles mal durchsuchen und ja, gegebenenfalls dann auch diese Sachen dann einsammeln. So, jetzt gehen wir mal zur nächsten Map. Es ist die Frage, wo wir hingehen. Kreatur oder Schiffswrack? Oft sind es riesige Kreaturen, die von anderen Feinden noch entweder bewacht werden oder ja auch, dass Feinde da rumfliegen, die wir erstmal erledigen müssen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Kreatur an. Ist immer ganz, ganz cool, finde ich. So, da sehen wir so eine Kreatur auch. Sammeln hier. Jetzt kommt noch was. Oh, jetzt kommt so ein großer. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn der jetzt Gas gibt, versuchen wir den von Weitem erstmal. Auch gar nicht schlecht. This sector contains a creature, a non-hostile space whale. It is too big to challenge. But scan it to retrieve a unique component. Genau, einzigartige Perks. Und das können wir jetzt gleich machen, wenn wir hier auch mal die Meteoriten abgegrast haben. So, da haben wir den Meteorit. Und diese Punkte, mit denen können wir immer einkaufen gehen. Und diese violetten Sachen, die wir einsammeln, da können wir was upgraden, wenn wir gestorben sind. So, ich würde sagen, scannen wir den Onkel mal hier, den Weltraumwal. So, da kriegen wir auch einige Komponenten. Genau, hier sehen wir es nochmal, diese violetten Sachen sind, nachdem wir gestorben sind, können wir diese anwenden und die können wir mitten im Spiel anwenden. Die sind auch ansonsten weg, wenn wir gestorben sind. Und die hier bleiben. Bohrstrahl erhöht den gewonnenen. Wenn die Asteroiden. Ah, okay. Also wenn wir wirklich mit dem Strahl einen Asteroid kaputt machen, bekommen wir mehr Ausrüstung oder mehr Ressourcen. Both friendly and hostile. Next time there is no telling what we will. Genau, es gibt friedfertige wie den hier und dann gibt es auch böse, wie der gerade sagt. So, jetzt kommen wir uns auch so, wohin wir wollen. Hier werden nochmal Händler. Das ist gar nicht so schlecht, denn den würde ich als nächstes aufsuchen. Dann gehen wir erstmal in den Kampfmodus rein und dann zum Händler und dann schauen wir mal, was wir dann uns holen können. So, erstmal ein bisschen weg hier. Habt ihr gesehen, die wurden jetzt die Drohne als erstes mal angegriffen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir nämlich den Fall, dass wir da ein richtig großes Schiff haben.
Nee. Den machen wir jetzt erstmal so und dann nehmen wir uns eine große Rakete und schießen die auch ab. Und dann versuchen wir den auch noch mal so einzuheizen. Hat aber gereicht, die eine Rakete, um den wirklich komplett zu zerstören, weil wir dem schon mit dem Laser gut das Schild runtergeschossen haben. So, dann haben wir da noch welche, aber die blinken nicht. Das heißt, wir können eigentlich weiter. Das machen wir jetzt auch mal ab zum Händler. Und ich finde, von Runde zu Runde merkt man, wie man besser wird. Ich habe von einem Zuschauer gelesen, dass das nicht der Fall ist bei ihm. Kann ich so nicht bestätigen. Vielleicht hatte ich einfach nur ein bisschen mehr Glück. Ist natürlich auch nochmal so eine Sache, weil jede Runde halt auch anders abläuft. So, jetzt scannen wir den mal. Sei gegrüßt, was darf es denn heute sein? Eifriges Kraftfeld, schnelle Spezialfähigkeit, Hüllenwiederhersteller. Hüllenwiederhersteller hört sich gut an. Also wir haben fast 300 Punkte. Zwei Sachen können wir uns hier definitiv aussuchen. Lesen wir uns das mal durch. Erhöht die Effektivität in allen Fällen und denen repariert wird um 20%. Okay, das Schild ist natürlich super wichtig, das grüne. Ich würde sagen, dass wir den auf jeden Fall mitnehmen. Also eine Hüllenreparatur ist nicht verkehrt. Was macht der hier? Verringert die Aufladezeit um 10%. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Chance, ein undurchdringliches Kraftfeld zu erzeugen, hält 5 Sekunden an, wenn ein Feind zerstört wird. Wahrscheinlichkeit 5%. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Komm, das nehmen wir. If short on scrap, we can recycle some components using the ship components menu. Genau, wir haben hier auch nochmal, machen wir jetzt mal, hier haben wir die Möglichkeit, uns die Perks jetzt anzuschauen, die wir haben. Und wenn wir der Meinung sind, ja, das brauchen wir nicht mehr, dann können wir die recyceln, kriegen nochmal 50 extra Punkte und die können wir dann verwenden. Wir können aber auch die Komponente verbessern, müssen dafür aber 200 zahlen. Also das muss man dann so entscheiden. Man sammelt in der Zeit sowieso sehr viel und kann dann entscheiden, was für einen wichtig ist, was nicht und was man rausschmeißen kann. Ich lasse das jetzt erstmal so und wir gehen mal weiter. Ich würde jetzt auch nur eine Runde mit euch spielen, damit ihr einen Durchlauf mal gesehen habt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne euch das Pico-Gameplay auch nochmal anschauen. So, erstmal hier so ein bisschen hinter verstecken. Ah, okay, schlechte Idee. Den schießen wir erstmal hier das Schild gut runter. Dann würde ich sagen, dass wir mit voller Kanne auf den drauf gehen. Und dann auch wieder ab. So, ich hätte jetzt auch mit einer Rakete schießen können. Wollte ich jetzt erstmal nicht. Okay, mach mal hin. So, den müssen wir jetzt nochmal ausweichen. Den grillen wir erstmal ein bisschen durch. Nochmal ausweichen, so. Bei dem muss man gucken, dass man wirklich immer die Turbo-Taste benutzt. Turbo haben wir nicht unendlich, das heißt, spart euch den gut ein. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld gesammelt. Da auch. Und das sieht echt verdammt cool aus. Und ich kann hier echt super viel Zeit verbringen. Mir macht das mega viel Spaß. Ich finde es ein Überraschungstitel meiner Meinung nach.
So, jetzt haben wir hier einmal die Möglichkeit einfach Kampf, Kampf, Kampf. Und dann wären wir beim Tüftler. Oder wir gehen hier zur Kreatur. Könnte auch das Ende sein, ne? Also das, dem muss man sich bewusst sein. Elitekampf ist auch nochmal so eine harte Sache. Aber komm, wir gehen den Kreatur und dann haben wir nochmal so einen Fragezeichenplanet. Schau mal, vielleicht haben wir Glück und die ist nett zu uns. Die scheint nicht ganz so nett zu sein. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir so ein bisschen wegbleiben von dem Strahl. Okay. Rakete direkt auf den Großen. Jetzt wird er aber gegrillt, oder? Ich versuche jetzt mal ein bisschen runter zu. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir den wirklich angreifen. Solange noch den Laser. So, das soll es gewesen sein, oder? Okay, ja, hier können wir wirklich nur noch sammeln. Der ist uns nicht wirklich gut gesonnen. Das heißt, aufpassen. Würde ich aber definitiv noch versuchen. Drachenschuppenpanzerung. Nehmen wir auf jeden Fall. Kann er nicht schaden. Und hier ist echt viel zu looten. Sehr gut. Und danach können wir auch gucken, dass wir echt uns verdrücken. Zum Fragezeichen. Wow. Das schauen wir uns mal ein bisschen näher an. But take caution, so we don't get infected cool. By defects. Diese Sektoren eröffnen alle erdenklichen Möglichkeiten. Sei vorsichtig, damit wir uns keine Defekte einhandeln. Genau, das habe ich ganz vergessen nochmal zu erwähnen. Wir können Bonus-Perks bekommen, wir können aber auch negative Perks bekommen. Und die müssen wir dann irgendwann von Händlern reparieren lassen. Defects are negative components that cannot be recycled. Only specialized craftsmen like that for now scan that strange structure to make contact. Von manchen wird man echt verarscht und von manchen hat man echt was Gutes. Kamst du her, nur um uns kennenzulernen, drückt Freude aus. Wer bist du? Sagen wir einfach. Wir sind die 1001100. Die Sieger, aber wir sind ohne Sieg. Sieg gehört nur dem Unbekannten. So, und jetzt kommen wir zu dem Interessanten. Wir können uns aussuchen, was wir haben wollen und welches Risiko wir eingehen. Wir haben die Möglichkeit, was auf Level 3 zu erhöhen. 25%ige Wahrscheinlichkeit. Aber wir haben eine 75%ige Wahrscheinlichkeit, einen Defekt einzuhandeln. Wir machen die 50-50-Sache.
Jagdzeichen ausgerüstet. Jagdzeichen, was haben wir denn dadurch? Jagdzeichen verringern alle Schäden und Auswirkungen von Kreaturen um 20%. Das ist natürlich mega gut. Und jetzt könnten wir eigentlich auch so ein bisschen was. Höhlenwiederherrscher erhöht die Effektivität in allen Fällen. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich will erstmal warten, bis wir zum Händler kommen. Und ich bin jetzt schon wieder Feuer und Flamme für das Game hier. Ich weiß nicht, ich mag das einfach. Im Koop wäre das natürlich noch mal eine Ecke besser. Da kommt ein richtig großes Schiff. Wir schießen erstmal das Schild weg. Und dann eine Rakete drauf. Wenn die einmal vorbeigeflogen sind, haben die echt schwer gegen uns zu bestehen. Jetzt haben wir ein bisschen Mist gebaut, weil ich bin durch einen Meteor durchnavigiert. Das ist ganz schlecht. So, das waren jetzt so keine starken Schwierigkeiten, aber war für mich ein bisschen blöd, dass ich da durch den Meteor durchnavigiert bin. Wir gucken uns mal an, ob hier irgendwo was ist. Okay, dann lohnt sich das wenigstens, dass wir wirklich dann zum Tüftler kommen. Und bei diesen Tüftlern kann man Defekte reparieren lassen, Schilde wiederherstellen lassen. Und das sieht er, found the Tinkerer Brothers, known for their exceptional craftsmanship, and contact each one before making your choice. Genau, es sind drei Geschwister und jeder bietet was anderes an. Die sind ein bisschen in der Rivalität und wir können uns dann aussuchen, was wir von denen machen lassen. Repariere Schild um 50%. Wir haben aber das Schild relativ gut, deshalb brauchen wir das jetzt nicht zu machen. Ich habe auch schon mal ganz anders hier gestanden und hatte ganz, ganz wenig Schild und habe es dann definitiv reparieren lassen. So, hier kriegen wir eine Max-Rakete mehr. Und ich sag mal, für 100 Münzen oder was das auch immer ist, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Als wollte ich den noch mitnehmen, aber gut. So haben wir drei Raketen, wenn die voll sind. Und die Raketen sind echt sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt die Chimäre, die habe ich nur einmal geschafft. Besonders nicht beim ersten Mal. Ich hoffe, wir schaffen es. So, jetzt lernt ihr die Chimäre kennen. So, den haben wir schon mal. Dann müssen wir uns den nächsten mal schnappen.
Wir haben jetzt keine Rakete mehr. So, der nächste. Dann sollten wir den eigentlich auch noch packen, hoffe ich mal. So weit weg. So. Also in der ersten Runde habe ich es nicht geschafft beim letzten Mal, aber gut. Jetzt kannte ich mich mit dem Spiel natürlich auch ein bisschen aus. Das hilft dann auch ziemlich. Any choice is the right choice. Jacks Bindung. Anzahl der Sektoren bis entsteht 9. Okay. Und dann Schildschub erhöht den maximalen des Schiffs um. Okay, das Schiffsschub ist natürlich auch sehr wichtig. Oder Schildschub. Ja, komm, den nehmen wir. Ich denke, das andere ist, dass wirklich diese Sektoren weniger sind, bis man ans Ende kommt. Aber wir verfahren erstmal so weiter. So, jetzt sind wir in den nächsten Sektor gelangt. Hier haben wir nochmal einen Kampf. Und die PSVR-Version sieht echt nochmal um einiges schöner aus. So, jetzt haben wir auch nochmal andere Gegner. Die haben erstmal ein Schild. Und dann kriegt man die aber relativ schnell down, wenn das Schild weg ist. Sollte auch ein bisschen in Bewegung bleiben, das hilft. Wir haben keine Raketen mehr. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht so gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal nah rankommen. Sonst reißen wir hier nichts mehr. Und schon ist das dicke Ding weg. Jetzt ist noch ein kleines da, okay. Und geschafft. Wir haben einiges an Schild verloren, aber so ist das Leben. Aber wir kommen direkt zu den Händlern und wir haben ja einiges gesammelt. Sei gegrüßt, was darf es denn heute sein? Wahrscheinlichkeitsantrieb, neugierige Seele. Also wir haben echt einiges gesammelt, das heißt, wir können uns mal überlegen, was wir hier nehmen und eventuell ob wir mal in unserem Schiff schauen, was wir verbessern können, direkt auf Level 2 oder 3. Okay, hier bekommen wir ein bisschen mehr Bonuspunkte. Es ist riskant, eine weitere KI zu installieren, um den Input genau zu berechnen. Das Risiko ist für uns jedoch zur Selbstverständlichkeit geworden. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle wahrscheinlichkeitsbasierten Effekte ausgelöst werden. Mhm.
Komm. Nehmen wir. Und da warst du, unser kleiner Liebling. Wir lieben dich über alles, deine Mutter und ich. Anzahl der Sektoren bis entsteht. Komm, das nehmen wir einfach auch mal mit. Und dann schauen wir jetzt mal in unser Schiff, was es sich lohnt, mal komplett hochzusetzen. Das finde ich ganz wichtig eigentlich, die Hüllenreparatur. Drachenschuppenpanzerung stellt bei Eintritt in neue Sektoren wieder her, und zwar um. Okay, Schildschub ist natürlich auch gut, ne? Dann hätten wir ein bisschen mehr Schild. Und das Grüne ist ja nicht unser Schild, sondern unsere Hülle wirklich. Okay, ich würde sagen, das nehmen wir auf Level 2. Definitiv. Und dann haben wir eh keine mehr. Wir müssten jetzt eine rausschmeißen, um noch was zu bekommen, aber ja, komm, das lassen wir. Es sei denn, wir haben hier irgendwo noch, wo wir es ernten können, können wir aber nicht mehr. Na komm. Nehmen wir den auch noch mit. Dann gehen wir nicht ganz umsonst. Kreatur, Fragezeichen, Elitekampf. Wir haben keine Raketen mehr, sonst würde ich echt in den Elitekampf gehen. Na komm, wir gehen zur Kreatur und schauen mal, vielleicht hat die noch was für uns da, was wir nutzen können. Vielleicht ist sie freundlich. Die sieht erstmal freundlich aus. Kommt auch noch was Böses auf uns zu? Ja, keine Schiffe, nichts. Cool. Wähle mit Bedacht. Hülle vollständig wiederherstellen. Oder plus 150 plus 300 oder Drachen Level 1. Drachen Eye Level, okay. Die Hülle ist fast. Ne, komm, Drachen Eye Level, was auch immer das ist. Drachenei ausgerüstet. Ah, haben wir jetzt hier so einen Kumpan? Das ist ja geil. Schauen wir uns mal wirklich an, Drachenei. Er gibt ein Himmelsdrachenbaby, das Feinde mit seinem Atem angreift. Also, besser geht's nicht. Haben wir, glaube ich, ganz gut ausgewählt. Weiter geht's. Danke. Boah, eine richtig gute Runde als Erste, finde ich. So, da hinten kommt was. Den hinterher. Keine Gnade. Wir vergeben nicht, wir vergessen nicht. So, mal kurz hier alles anbohren. Kommt das dann wieder? Weil der scheint jetzt kaputt zu sein, ne? Vielleicht kommt er jetzt wieder, wenn wir einen neuen Sektor erreichen. Mal schauen, der hat nicht viel ausgehalten, oder? Aha. Okay, kommen direkt neue.
Das war ja easy. Und der Kollege hat uns auch geholfen. Sieht richtig cool aus. So. Nächster Sektor. Waffenhändler. Aber jetzt haben wir gar nicht mehr so viel. Jetzt müssen wir fast schon hoffen, dass wir hier noch ein bisschen looten können. Können wir nicht. Raketenleitsystem, Lasernachlader, Laserreaktor. Und diese Sachen, die wir jetzt hier alle sammeln, die sind nur für diesen Durchlauf. Wenn wir sterben, ist es weg. Das ist nicht schlecht. Also der Laser, der ist relativ schnell weg. Wenn alles, was man hat, einfach nicht genug ist. Erhöht die Dauer. Laserreaktor. Na komm, Laserreaktor nehmen wir. Lohnt sich irgendwas zu verkaufen oder zu recyceln? Köderdrohne würde ich definitiv weiter behalten. Nee, ist alles eigentlich irgendwie gut. Na komm, wir bleiben erstmal so. Dankeschön. Wir haben immer noch keine Rakete. Na komm, zum Fragezeichen. Ich hätte gerne noch ein paar Raketen, das wäre nicht schlecht. Captain, our scans have detected the ruins of an abandoned outpost on the planet's surface. It was probably used for monitoring this part of the galaxy. It is unlikely we will find anything of much value here. I believe our time would be best spent salvaging some hull repairs. Ne, Höhlenreparatur ist blöd. Wir sind relativ voll, das heißt, wir gehen auf eine gründliche Suche. The expedition was unsuccessful in finding any useful technology and had to return without material for hull repairs as well. Genau, ist halt eine, immer so eine Sache. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man halt, ne? Oder die anderen gewinnen. Okay, gehen wir wieder in den Kampf. Braucht man jetzt gar nicht eigentlich. Ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger der Kampf jetzt hier. Mein Drache ist auch kaputt. So, die können wir von Weitem mit dem Laser. Na komm, neue Route. Jetzt haben die wieder ein Schild zugewonnen. So, jetzt kann der auf jeden Fall nicht mehr irgendwie zusammenwachsen. Das heißt, der muss jetzt auf Angriff gehen. Und hat natürlich auch verloren. Da kommt aber noch was auf uns zu.
bisschen weiter weg. So, die haben wir doch. Och, jetzt kommt noch der Kleine nochmal. So, nervige Kameraden, du. So, okay. Eine Rakete haben wir wieder dazu gewonnen, das ist ganz gut. Nächsten Kampf und dann kommen wir wieder zu den Tüftlern. Solange die Laser, die Raketen nachladen, immer den Laser benutzen. Ah, jetzt haben wir dieses Schild bekommen. Für 5 Sekunden. Reicht jetzt aber, oder? Aber man merkt, es wird dann immer härter. Und man muss dann echt schon gut aufpassen. Ab zu den Tüftlern. Also bisher bin ich echt zufrieden. So, jetzt gucken wir uns wirklich mal alle an. Defekte haben wir keine, also genau, der eine streicht Defekte. Max um, also eine Rakete plus Füllenreparatur für 100. Ja, lohnt sich eigentlich nicht. Lohnt sich eigentlich nicht. Dann nehmen wir lieber noch mal so eine. Und wir reparieren, wir verbessern unser Schiff einfach. So, Hüllenwiederherstellung um 60%. Zack. Mehr können wir uns eh nicht leisten. Das können wir uns aussuchen. Pedaluda? Ne, Pedaluda. Oder Vespertilio. Wir haben 3 Raketen. Fokus ist hier auf Raketen gesetzt. Nee, auf Dröhner, okay. Na komm. Wir versuchen es. Wir haben auch noch Raketen. Entweder ist es zu Ende oder nicht. 1000 Zasser ist geboren. Oh je. Den muss man wirklich erstmal gut das Schild runterballern. Und man müsste auf jeden Fall mal näher rankommen. So,
sonst hat man eh keine Chance. Erstmal Schild wegschießen und danach gehen wir mit Raketen da auf ihn los. So. Okay, das reicht noch nicht so wirklich. So, näher ran wieder, dass wir mit den Dröhnerraketen auch was erreichen können. Hammern, hammern? Nee, noch nicht. Oh, der hat uns aber gut Wein mitgegeben. Oh Gott. Please make your choice, Captain. Schrott. Schrottattraktor. Gewinne, wenn du in neue Sektoren kommst. Level 10. Okay, man bekommt dann immer wieder neues Geld, oder? Der Lasernachlader. Komm, Geld. Hätte ich nicht erwartet, dass ich so weit komme. Jetzt kommen wir auch noch zum Waffenhändler. Umso besser. Was hat er denn für uns? Hey! Sei gegrüßt, was darf es denn heute sein? Aggressive Aura. Also das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Dröhnerraketen schneller und machen mehr Schaden. Gefrierstrahl. Nee, ist auch nicht so wichtig jetzt. Komm, wir gehen nochmal da und dann gehen wir in den Elitekampf. Probieren wir einfach. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Merkt man jetzt schon echt gut. Dass wir andere Dröhnerraketen haben. Boah, die können wir einiges ab. Danke, mein Freund. Oh, da kommt noch was anderes. Okay. Bisher bin ich von den Upgrades begeistert. Gefällt mir richtig gut. Da haben wir irgendwie so einen Planeten, der ausgesaugt wird.
geben die uns auch irgendwas? Hier die. Hätte ich jetzt gedacht, aber gut. Was hat der denn für uns hier? Das ist eine Weltraumzecke bestimmt. Ladelaser erhöht den Schaden bei Dauerfeuer um bis zu 150%. Klar, warum nicht? Nehmen wir mit. Oh, jetzt könnten wir sogar den Elitekampf ausweichen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte euch den zeigen. Vielleicht das letzte. These sectors contain tougher battles, but afterwards we will always be able to salvage our freedom. Den habe ich jetzt gerade nicht kommen sehen. Scheiße! Ich hab schon geahnt, dass das noch nicht war. Jetzt bloß in Bewegung bleiben. Oh je. Nein, den. So, die kleinen kriegen wir auch noch. So, ihr habt mein Weltraumdrachen kaputt gemacht. Ihr Schweine. Was kriegen wir? Any choice is the right choice. Zwillingsraketen, das ist doch nice. Chance sofort wieder aufzuladen, wenn sie aufgebraucht ist. Wahrscheinlichkeit. Oh. Das ist schön. Und Zwillingsraketen? Nee, komm, dann wirklich lieber hier dieses. Bei Raketen benutzt man zu selten hier. Ein paar mehr Dröhnerraketen wären gar nicht schlecht. Es war schon anspruchsvoller, muss ich sagen. Das wird jetzt aber auch nicht mehr weniger.
Komm, grüne Raketen. Du entkommst nicht. Guck mal, jetzt wird's doch hier ein bisschen interessanter. Okay, dann müssen wir dahin. Wie lange soll das denn noch so gut gehen? Also, wenn wir jetzt Hülle reparieren können, machen wir das. Okay. Wir können jetzt hier wieder nur was kaufen. Verringert die Aufladezeit um. So, und wenn wir gleich noch ein bisschen was gesammelt haben, dann würde ich sagen, verbessern wir eine von unseren jetzigen Perks. Greif doch an. Ist mein Drache auch schon kaputt? Jetzt habe ich ihn aber. Ich kann jetzt noch versuchen zu fliehen, aber das wird hier nicht gelingen. So, jetzt haben wir sogar noch eine Rakete zusätzlich. Oh, kommt noch einer. Okay. Jetzt müssen wir uns den so holen. Ist schon gefährlich mit diesen Explosionsteilen hier. War hier jetzt überhaupt eine Kreatur? Oh je. Habe ich es verpasst? Egal. Thank you.
Ich glaube, jetzt kriegen sie mich gleich. Oh, ich mache nicht mehr so lange. Das Gute ist, den Laser, den kann man von so einer weiten Entfernung benutzen. Das ist echt top. Na komm, den kriegst du auch noch. Also die Hülle ist jetzt komplett kaputt. Müssen wir hoffen, dass wir gleich noch irgendwie reparieren können. Oder durch Zufall durch unsere Perks repariert werden. Ja, ich würde sagen, wir gehen dahin. Dann können wir eventuell gleich nochmal zum Tüftler. Das ist ein glorreiches Schiff. Sei gegrüßt. Das Licht von Antares bricht an seiner Oberfläche wie Morgentau. Das ist eine Art, mein Schiff zu beschreiben. Schön, dann mach deine Verbesserungen. Führ nur Reparaturen durch. Reparaturen. Oh, wir wurden repariert. Die Hülle ist wieder relativ in Ordnung. Das war gar nicht so schlecht. Das wird eine lange, lange Runde hier, du. Dröhnernachlader, das ist ganz wichtig. Wir müssen ein bisschen mehr Power haben. Und jetzt schauen wir uns mal an, Dröhnernachlader. Den verbessern wir auch nochmal. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Feuerkraft auch. Mehr wollte ich gar nicht. Jetzt nochmal zum Tüftler. Aber wir haben jetzt eh nichts mehr, was wir geben können. Ne, okay. Weiter. Wir sind am Ende. Leute, wir sind am Ende. Jetzt kommt noch mal ein Händler. Gibt er uns was umsonst? Did you see that threat estimation from the map computers? I hope you are ready, Captain, because the excretion is... Atomraketen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Schwere Raketen. Ich glaube, wir sollten mal definitiv in unser Menü gehen und gucken, was wir hier rausschmeißen können. Köderdrohne. Aber wir brauchen mindestens, waren es 100, was die haben wollen, ja. Und was will der? Anti-Laser-Beschichtung, Anti-Dröhner-Beschichtung, Datendisk. Okay, wir haben eben zu viel gekauft. War vielleicht auch ein Fehler. Okay.
recyceln. Nützt uns eh nichts, neue Sektor sind wir nicht. Also wir sind jetzt schon im neuen Sektor, den können wir rausschmeißen. Schrottreaktor ist jetzt auch völlig egal. So, und jetzt können wir uns überlegen, was wir hier holen. Ich wäre dafür eigentlich. Wir haben nur eine Rakete, ne? Ich wäre fast für Antidröhnerbeschichtung. Das ist echt schwer. Komm, Atom. Okay, dann müssen wir wohl jetzt. Jetzt wird's ernst. Wow. Hilfe! Lasst meinen Drachen in Ruhe. Ihr habt meinen Drachen getötet, ihr Schweine. Wäre schön, wenn ihr jetzt nochmal wiederkommt. Komm. Was ich tun kann.
Sorry, dass ich jetzt gerade nicht so unterhaltsam bin. Aber das ist verdammt hart. So. Ach, da war's. Ah, schade. Aber Wahnsinn, dass ich so weit gekommen bin. Und wir haben ja echt gar nicht so viel Perks gehabt. Somehow we are back to where we started. With our memory, genau. I cannot present a plural. Cognitive scans indicate. However, like our memories, we seem to have kept a valuable experience. Let us use this to make some improvements. Please enter the research area. Genau, jetzt haben wir hier nachforschen und. Here we can unlock permanent upgrades. Ja, ist doch Select gut. The first available upgrade on the left. Research it to improve the ship hull. Ja, hörst du jetzt auf? Also, wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Möglichkeit, mit diesen Punkten hier Verbesserungen zu machen. Und das muss ich mal ganz kurz schauen. Wir machen jetzt einfach mal eine Höhlentechnik nachforschen. Excellent. So. There are multiple different research areas. Make sure to review them all. Genau, wir haben hier die Punkte, die Aurora, Hilfe und Komponenten. Und Komponenten ist sowas wie Drohnenreichweite am Anfang schon besser, schalte automatisch Kanone frei und so weiter und so fort. Und diese Verbesserungen sind permanent. Also damit haben wir wirklich permanent eine Verbesserung und bei jedem Run werden wir halt dementsprechend besser. Und ihr habt jetzt gesehen, ich habe überhaupt noch gar nichts freigeschaltet und bin trotzdem so weit gekommen. Und mit diesen Sachen und ein paar am Anfang besseren Perks, die man so im Laufe des Spiels freischaltet, kann man echt mit Sicherheit diese Endgegner da besiegen. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, natürlich Abo dalassen, würden mich echt freuen. Und Like aufs Video definitiv und gerne mal unter die Kommentare schreiben, was sagt ihr zum Game? Habt ihr es? Wollt ihr es euch holen? Und ja, ich kann nur sagen, es macht süchtig. Ich bin richtig süchtig nach diesem Game. Es macht einfach mega Spaß und ich kann hier echt 2, 3, 4 Stunden verbringen. Und das habe ich sonst mit einigen VR-Games nicht so extrem wie bei diesem Game hier. Ich vergesse hier auch die Zeit und ja, gerne, wie gesagt, eure Kommentare reinschreiben und ich versuche auch alles zu beantworten, was ich so bekomme von euch. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.